Hallo Sammelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mit zwei Blasterboxen der 2018er Donruss Optik Football Cards von Panini. Und damit begrüße ich euch zu diesem neuen Collectors-Video. Die Football-Saison 2019 hat ja gerade angefangen und wir wollen heute nochmal mit zwei Blasterboxen einen Blick zurück auf die vergangene Saison werfen. Die Donruss Optik Football Cards hatte Panini ja auch im letzten Jahr hier nach Deutschland in den Panini-Shop geholt. Sind übrigens auch noch welche da, falls durch dieses Video jemand von euch Lust drauf bekommt. Aber wir wollen uns heute mal zwei Blasterboxen anschauen und zwar in einer Version, die es nur in Amerika gab, denn die durch die diese rote Farbe gekennzeichneten Blasterboxen gab es exklusiv bei Walmart. Aber abgesehen von der Farbe sind sie, glaube ich, mit den Blasterboxen, die es im deutschen Panini-Shop gibt, identisch. Und bevor wir reinschauen, schauen wir uns so eine Box mal von außen nochmal schnell an. Ihr seht, 24 Karten finden wir in dieser Box. Darunter eine Memorabilia-Karte. Hier ist ein bisschen Werbung für die App. Dann haben wir von der Seite auch nochmal draufstehen, dass es Pink Parallels gibt, die exklusiv nur in den Blastern erhältlich sind. Und hier ist die komplette Verteilung, aber die können wir uns, glaube ich, besser anschauen, wenn wir die Folie mal runter machen. Und da seht ihr, was es so alles an Möglichkeiten gibt, was man in diesen Boxen finden kann. Also neben den ganzen Parallels noch die ganzen Insert-Kategorien. Und was für uns natürlich interessant wird, sind die Rookie-Phenoms-Karten. Denn das sind die Memorabilia-Karten. Und auch davon gibt es eine spezielle Version, die auf 50 Stück limitiert ist. Davon eine zu ziehen, wäre natürlich dann ein besonderes Highlight. So, wir holen die zweite Box auch mal eben schnell aus der Folie raus. Und öffnen das gute Stück mal. Und ihr seht, hier ist viel Luft drin. Aber auch unsere Booster. Und dann machen wir gleich die zweite Box mal leer. So, und dann steht eigentlich nichts mehr im Wege, sodass wir direkt loslegen können. Vielleicht für die Booster-Freunde hier auch nochmal ein Blick auf die Rückseite. Hier findet ihr es wunderbar kleingedruckt, was alles in so einem Booster drin sein kann. Ich erspare euch jetzt mal, das alles vorzulesen. Und wir öffnen das gute Stück mal. Und unsere erste Karte ist AJ Green von den Bengals. Dann haben wir Amari Cooper von den Raiders. Da ist unser erste Pink Parallel und das ist eine Rated Rookie Pink Parallel von DJ Moore von den Panthers. Und dann haben wir noch Justin Jackson als Rookie-Karte von den Chargers. Dann noch diese Kid Reporter-Beilage, mit der man in Deutschland eher weniger anfangen kann. Von daher ignorieren wir die einfach mal und gehen zum nächsten Booster über. Oh, und ich sage euch, da ist unsere Memorabilia-Karte drin. Deswegen legen wir das mal nach unten. Und machen direkt erstmal mit dem nächsten Booster weiter, denn wir wollen uns die Spannung ja noch ein bisschen aufheben. So, und der nächste beginnt mit Marvin Jones Jr. von den Detroit Lions. Dann haben wir Mike Evans von den Buccaneers. Wieder eine Pink Parallel und eine Rookie Pink Parallel mit Logan Woodside von den Bengals. Und noch eine Rookie-Karte von Jordan Wilkins von den Colts. Und dann kommen wir direkt zum nächsten Booster. Der beginnt mit Cameron Wake von den Dolphins. Terrell Suggs von den Baltimore Ravens. Dann haben wir Calais Campbell als Holo-Parallel. Die kommen in wunderbarem Silber
mit Holo-Effekt. Und darunter finden wir noch eine Rated Rookie-Karte von Jimon Moore von den Packers. So, dann gucken wir mal, was der nächste Booster für uns bereithält. Der beginnt mit einem Steeler Le'Veon Bell. Dann haben wir Drew Brees, Quarterback der New Orleans Saints. Miles Garrett von den Browns. Und Marcus Davenport von den Saints als Rookie-Karte. So, letzte Booster für unseren ersten Blaster. Beginnt mit DeAndre Hopkins von den Houston Texans. Alex Smith von den Redskins. Oh, und da haben wir eine Insert-Karte. Und das ist eine Tribute-Karte mit Ron Miller von den Broncos. Jetzt müssen wir mal eben auf die Rückseite gucken. Das müsste, ja, das ist eine 1998er Donruss Tribute Karte. Es gibt ja noch die 88er Donruss Tribute und das ist eine 98er. So, und dann haben wir noch Sony Michel von den Patriots als Rated Rookie Karte. Und wir widmen uns mal den letzten Karten aus dieser Blaster Box. Da haben wir T.Y. Hilton aus diesem legendären Schneespiel mit den Colts. Da machen wir mal unten weiter Mason Rudolph, Rated Rookie von den Steelers. Dann haben wir noch Larry Fitzgerald von den Arizona Cardinals. Und dann gucken wir mal, ob wir es am Logo schon erkennen können, aber komm, wir drehen sie einfach um. Und es ist Ronald Jones von den Tampa Bay Buccaneers, der uns eine Rookie-Phantom-Karte bringt. Und wir schauen mal auf die Rückseite. Es ist keine nummerierte Rookie-Phantom, sondern eine Standard-Rookie-Phantom-Karte mit Trikotstückchen. Also, das ist unsere erste Memorabilia-Karte. Also, da ist noch Luft nach oben und wir schauen demnach mal, was die zweite Blasterbox uns bringt. Die beginnt mit Dalvin Cook von den Minnesota Vikings. Dann haben wir Mike Evans von den Tampa Bay Buccaneers. Wieder eine Pink Parallel und das ist Ito Smith von den Falcons als Rated Rookie. Dann haben wir Dylan Cantwell als Rookie-Karte von den Chargers. Und dann sind wir schon wieder durch mit dem Päckchen. Das geht bei 4 Karten im Booster natürlich schnell. Und ich glaube, im zweiten ist wieder die Memorabilia-Karte. Deswegen machen wir einfach erstmal mit den anderen weiter. Und heben uns die Überraschung für den Schluss auf. Golden Tate, der dritte von den Detroit Lions. Dann haben wir nochmal Drew Brees. Jester Mayer als Rookie-Karte, wieder als Pink Parallel-Rookie-Karte von den Texans. Und die nächste Rookie-Karte hinten drauf mit Malik Jefferson von den Bengals. Erstaunlich viele Cincinnati Bengal-Karten diesmal dabei. Wahrscheinlich, weil die nicht ganz so begehrt sind. So, der nächste Booster bringt Devonta Parker von den Dolphins. Greg Olsen von den Panthers. Dann haben wir die Holo-Parallel-Karte von Antonio Brown hier noch bei den Pittsburgh Steelers. Inzwischen nach seiner Odyssee ja bei den New England Patriots gelandet. Darf man also gespannt sein, was das noch wird mit ihm. Dann haben wir die Rated Rookie Karte von Kiki Kuti von den Texans. Und das war's dann schon wieder für den Booster.
Von den deutschen Packs ist man immer so 5 oder 6 Karten gewohnt. Deswegen ist es echt ungewöhnlich, dass da nach 4 immer schon aufhört. So, wir machen weiter mit Robbie Anderson von den Jets. Dann haben wir noch Miles Garrett von den Browns, Ben Roethlisberger von den Steelers und die Rookie-Karte ist Mark Andrews von den Baltimore Ravens. So, vorletztes Päckchen beginnt mit Von Miller von den Denver Broncos, Deshaun Watson von den Texans. Und dann haben wir Josh Rosen als Elite Series Rookies Insert Karte von den Arizona Cardinals. Ist ja inzwischen dort verdrängt worden vom Top Rookie des aktuellen Jahres, Kyler Murray. Dann haben wir noch Josh Allen von den Bills als Rated Rookie. Auch einer der top gedrafteten Quarterbacks aus dem Vorjahr. Und dann kommen wir zu unserem letzten Booster, der unsere Memorabilia-Karte enthält. Und wir beginnen zunächst mit Andy Dalton von den Bengals. Also langsam das ganze Team komplett. Dann haben wir noch Marshawn Lynch von den Raiders. Dann gucken wir nochmal nach unten. Denzel Ward von den Browns als Rated Rookie-Karte. Und unsere Memorabilia-Karte ist Darius Geis von den Washington Redskins. So, und auch das dürfte eine normale sein. Ja, auch die ist nicht nummeriert. Und damit sind wir durch unsere zwei Blasterboxen. Keine nummerierten Karten, das war auch nicht unbedingt zu erwarten bei diesen Blasterboxen. Da muss man dann schon eher zu den Hobbyboxen greifen. Aber die Blasterboxen zeichnen sich ja auch hauptsächlich durch die Pink Parallels aus. Wer also hinter denen her ist, der ist mit den Blasterboxen natürlich am besten bedient. Darüber hinaus leider keine wirklichen Top-Treffer. Begehrteste Karten aus diesem Unboxing sicherlich zum einen die Elite Series Rookies Karte von Josh Rosen, die wir hier oben haben. Wobei das auch nachgelassen haben dürfte, nachdem er bei den Cardinals ja jetzt erstmal raus ist. Und ob er bei den Dolphins wirklich Fuß fassen und Leistung zeigen kann, die in dieser Saison im übertragenen Sinne so ein bisschen als Schießbude der Liga gelten. Das muss man erstmal sehen. Und die andere interessante Karte ist sicherlich noch Josh Allen von den Bills und mit ein bisschen Abstrichen noch Mason Rudolph von den Steelers. Für mehr hätte das dann schon ein Baker Mayfield, Saquon Barkley oder Sam Darnold sein müssen. Das in den jeweiligen Bereichen die sicherlich wertvollsten Karten in dieser Kollektion, sodass wir also ohne richtig großen Hit aus diesem Unboxing rausgehen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Däumchen nach oben für dieses Video da lasst, wenn ihr bisher nicht geliked habt. Abonniert den Kanal, wenn ihr künftige Unboxings zur NFL, aber auch anderen Sticker- und Trading-Card-Kollektionen nicht verpassen wollt. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.